Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 28. Februar. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat einen neuen Naturschutzbeirat. Ihre Berufsurkunden erhielten die 14 Männer und Frauen vor einigen Tagen im Landratsamt. In den kommenden 5 Jahren unterstützen sie ehrenamtlich die Naturschutzbehörde in wissenschaftlicher und fachlicher Hinsicht. Der Beirat wird bei wichtigen Entscheidungen einbezogen, beispielsweise bei Großvorhaben wie Solarparks oder Straßenbau. Geleitet wird der Naturschutzbeirat von Harald Konzerk aus Peikwitz. Stellvertreter ist Bernd Alsner aus Kittlitz. Der Naturschutzbeirat tagt jeweils am letzten Mittwoch des Monats im Kreishaus in Karlau. Senftenberg will seine Innenstadt aufwerten und ruft alle Bürger zum Mitmachen auf. Für das Projekt hat die Stadt jetzt einen Verfügungsfonds eingerichtet. Die Senftenberger Innenstadt zwischen Bahnhof und See soll attraktiver und lebendiger werden. Dazu wurde ein Fonds eingerichtet, der kleine Projekte von Bürgern, Gewerbetreibenden und anderen Akteuren unterstützt. Das Geld komme teils vom Bund, der die Zukunftsfähigkeit von Innenstädten unterstützt. Wer eine Idee hat für ein schöneres und spannenderes Zentrum, kann sich bewerben. Von der kreativen Fassadengestaltung über eine Veranstaltung bis zur Begrünung. Der Fonds helfe mit bis zu 1.000 Euro pro Projekt. Der Eigenanteil liegt bei mindestens 25% der Gesamtkosten, heißt es im Aufruf. Ausgewählt werden die Projekte vom Wirtschaftsausschuss der Stadt. Mehr dazu finden Sie unter senftenberg.de. Tabea Fischer aus der Europaschule in Lauchhammer hat den diesjährigen Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels im OSL-Kreis gewonnen. Er fand am vergangenen Sonnabend im Senftenberger Rathaus statt. Angetreten waren insgesamt 10 Sechsklässler aus Grundschulen und Gymnasien des Landkreises. Alle lasen zunächst aus einem selbstgewählten Buch und anschließend einen unbekannten Text. Tabea Fischer überzeugte die Jury vor allem durch ihre Natürlichkeit und ihr souveränes, ruhiges Auftreten. Nun wird sie den Landkreis beim Bezirksentscheid Brandenburg-Süd vertreten. Südbrandenburger Unternehmen profitieren von Fördermitteln der Europäischen Union für den Strukturwandel. Das wurde bei einem Unternehmensbesuch des neuen Hauptgeschäftsführers der IHK Cottbus, André Fritsche, deutlich. Der Just Transition Fonds, der Fonds für einen gerechten Übergang, ist speziell für kleine und mittelständische Unternehmen ins Leben gerufen worden, sagt Henrich Weishaupt, Fördermittelberater der Investitionsbank des Landes. Also vom Grundsatz her geht es darum, Unternehmen, die in der Lausitz präsent sind, zu unterstützen, damit sie gut durch den Strukturwandel kommen. Das geht, wie schon gesagt, im Zusammenhang mit einer Erweiterung einer Betriebsstätte. Aber auch wenn jetzt ein Unternehmen aus Senftenberg sagt, es ist besser, wenn ich noch in Großkoschen eine zweite Betriebsstätte aufmache, dann kann das auch gefördert werden als Errichtungsmaßnahme. Was wir hier über dieses Programm nicht fördern, ist eine Ansiedlung. Das heißt, wenn jemand von außerhalb der Lausitz kommt und sagt, ich will in die Lausitz und möchte entsprechend die GDF-Mittel nutzen, das geht nicht. Dafür gibt es andere Programme. Und ich sage mal, was förderfähig ist, das fängt an bei der Baumaßnahme. Das geht über bewegliche Wirtschaftsgüter, wie hier zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder ein Tresen. Das geht aber auch so weit, dass zum Beispiel ein Bauunternehmer einen Minibagger oder einen Radlader, der eben keine Verkehrszulassung hat, unterstützt kriegt. Bisher sind schon 47 Anträge mit einem Wert von 3,6 Millionen Euro bearbeitet worden, so Weishaupt. An diesem Sonntag gestalten junge Künstler der Kreismusikschule Oberspreewald-Lausitz wieder ihre Rock-Pop-Action am Senftenberger Theater. Auch in diesem Jahr können sich Besucher auf ein volles Programm mit vielen verschiedenen Musikerinnen und Musikern freuen. Unter anderem spielen im ersten Teil das Percussion-Ensemble, die Lauchhammer Crew, die Jablonka Family und die Schüler Big Band Jingles des Friedrich-Engels-Gymnasiums. Außerdem singen verschiedenste
Vokalsolisten gemeinsam mit der Teacher All-Star Band. Mit dabei sind auch Jessica und ganz neu ein weiteres Percussion-Ensemble, die Querschläger. Die Rock-Pop-Action 2024 an der neuen Bühne beginnt am 3. März um 17 Uhr. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Lauchhammer West wird die Dolzteider Straße für knapp 2 Wochen voll gesperrt. Und zwar konkret ab diesem Donnerstag bis zum 15. März zwischen den Hausnummern 1 und 3. Grund ist die Verlegung einer Trinkwasserleitung. Die Zufahrt zur Arztpraxis und der Schulbusverkehr der Gartenschule sind gewährleistet. Auch in diesem Jahr planen Vereine und Gruppen vielerorts traditionelle Osterfeuer. Wie das Amt Ruhland mitteilt, dürfen sie nicht an gesetzlichen Feiertagen abgebrannt werden, also Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Zudem müssen die Brauchtumsfeuer angezeigt werden, in Ruhland spätestens bis zum 15. März. Die Redaktion der Schwarzheider Stadtbroschüre Kompass arbeitet derzeit an einer Neuauflage. Der Wegweiser soll noch 2024 erscheinen. Für das Titelbild wird eine Familie gesucht mit 3 oder 4 Generationen. Bewerbungen nimmt die Pressestelle in Schwarzheide entgegen. Ab März beginnt in Brandenburg offiziell die Waldbrandsaison. Damit können Sie ab diesem Freitag wieder die aktuellen Waldbrandgefahrenstufen im Internet abrufen. Zwar blicken die Forstleute durch die vielen Niederschläge momentan entspannt nach vorn, aber schon bei einer ersten Trockenperiode steigt die Waldbrandgefahr schnell an. So gab es 2023 nach einem feuchten April ab Mai die ersten größeren Brände, unter anderem Ende Mai auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Süderburg. Für ausreichend Löschwasser in großen Waldgebieten laufen aktuell Planungen für weitere 100 Entnahmestellen in Privatwäldern. Sie sollen bis Ende 2024 zur Verfügung stehen. Soweit die Meldungen. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. Deutlich über die Parklücke hinausgeschossen ist Dienstagnachmittag ein Pkw-Fahrer am Senftenberger Krankenhausparkplatz. Daraufhin prallte sein Auto gegen eine Wand. Die Statik des Hauses ist nicht gefährdet. Der Fahrer wurde durch das Krankenhauspersonal betreut, ist aber offenbar nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. In Schwarzheide haben Beamte Dienstagabend in der Lauchhammer Straße einen Pkw kontrolliert. Dabei fanden sie Drogen und Utensilien, die auf einen Handel schließen lassen. Im Auto saß außerdem ein Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er war nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen. Das Amtsgericht ordnete Mittwochvormittag an, dass der 18-Jährige bis zum Prozessauftakt ins Gefängnis muss. 6 Jugendliche müssen sich für Sachbeschädigungen auf einem Fetschauer Sportplatz verantworten. Sie hatten im Stradower Weg Scheiben eingeschlagen, eine Tonanlage gestohlen und sich selbst dabei gefilmt. Anhand der Videos im Internet gingen über 200 Hinweise ein. So fand der Revierpolizist 2 der Tatverdächtigen Dienstagmittag im Stadtgebiet. Sie hatten Teile des Diebesgutes dabei, das sie nach eigenen Angaben gerade zurückbringen wollten. Dennoch entstand dem Sportverein ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Donnerstag wird sonnig und wolkenlos bei minus 1 bis 11 Grad und es ist mit keinen Niederschlägen zu rechnen. Freitag zum Start ins Wochenende bleibt es tagsüber bewölkt, jedoch mit geringer Regenwahrscheinlichkeit und Temperaturen von 6 bis 14 Grad. Samstag können dann zum Mittag leichte Niesel auftreten, ansonsten bleibt es wolkig bei 6 bis 10 Grad. Musik.